Ja, das passt alles. Gut. Bauen wir weiter. Ach, jetzt leckt's auf einmal. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ah, jetzt geht's wieder. Okay, gut. So, jetzt brauchen wir wieder ein Thema zum Quatschen. Erstmal eine andere Musik. Ich glaube, die hatten wir schon. Maya-Musik. Hallo, ihr Mayas. Ich grüße euch wieder. Ach, Moment, wir haben ja den Raum nicht abgezählt, ne? Ja. Ich baue den jetzt einfach mal so hin. Also erstmal die Wände und dann schaue ich nach. Wie groß wir das dann bauen können. Also die Lücken, die ich hier zerlasse, die sind für die Truhen. Ja gut, das müsste ja eigentlich passen, ne? Dann hier so. Ja, passt eigentlich. Okay, gut. Dann machen wir weiter. So, okay, gut. Momentan spiele ich bei Europa Universalis, also diesem Spiel, was ich euch berichtet habe, das, wo man Geduld braucht, als Österreich. Also ich habe jetzt die Türkenkampagne fertig gemacht. Moment, mir fehlt gerade auf hier. Doch, doch, das passt schon, das passt schon. Okay, wieder zurück. Also momentan spiele ich mit Österreich. Da versuche ich halt das Kaiserreich jetzt zu bilden. Und ja, momentan läuft alles glatt. Ich habe allerdings ein Problem mit meinen Verbündeten. Und zwar machen die viel zu viel Unfug, sag ich mal. Die erklären nämlich jeden den Krieg. Und ja, man kann das Reich nicht vereinigen, wenn man schlechte Beziehungen hat. Und wenn ich dann mit einem Verbündeten irgendwie unterwegs bin, dann fordert er mich manchmal darauf auf, jemanden anders den Krieg zu erklären. Und das finde ich einfach nicht gut. Und dann hasst er mich und ja, dann kann ich das Kaiserreich nicht so bilden. Also ist ein bisschen kompliziert jetzt bei mir, aber ich schaffe das schon. Dann berichte ich euch mal wieder davon, wie ich jetzt gerade so weiter bin mit der Kampagne. Ach, Moment, Moment. Hier ist es ein bisschen komisch mit den Bauern. Oder was? Oder wobei? Hier vielleicht eine Truhe, aber das würde dann blöd aussehen, wenn wir hier an der Truhe vorbeigehen würden. Oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wisst ihr was? Ich sammle erstmal ein bisschen Holz für die Truhe und dann schauen wir nach. Ich drücke mich jetzt vor den ganzen Sachen, wo ich überlegen muss. Ach ja, wir haben ja noch Glasdingens, ne? Sollten wir vielleicht ablegen. Bevor wir die noch verschwenden. Was willst du denn? Hä? Was schaust du denn so? Irgendwie ist mir dieses Schaf sympathisch. Das schaut mich ständig an. Weißt du was? Ich lasse dich in mein Heim ein. Du bist jetzt mein Haustier. Okay? Ich nenne dich Wolli. So, Wolli. Komm her. Verdammt, ich habe kein Getreide, um dich reinzulocken. Okay. Wolli, 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 Wolli. Warte, Wolli, du kriegst gleich was zum Fressen. Verdammt, ich bin gleich wieder da. Nein, Quatsch, ich habe kein Getreide gepflanzt. Ach, da schiebe ich dich halt rein. Nein, es bleibt doch da. Du bist jetzt mein Haustier. Und das meine ich wörtlich. So. Hallo, Wolli. So. Schade, dass man Schafe nicht tamen kann. Wäre eigentlich ganz nett. So, Wolli, ich brauche deine Wolle. Deswegen habe ich dich auch so genannt. Wolli. So, mach dich hier bequem. Ja, genau, auf der Truhe ist ganz schön. Ich öffne sie sogar für dich, da ist Futter drin. Du siehst mir unheimlich aus. Egal. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja, Holz, genau, verdammt, ich vergesse immer so leicht meine Sachen, meine Vorhaben, die ich machen möchte. Oh, hier sind wieder ein paar Schäfchen, bereit zum Beschneiden. Jüdische Schäfchen. Shalom, jüdische Schäfchen. So, gut, wir haben ja doch Getreide. Verdammt, wir haben doch Getreide gehabt. Egal. Okay, gut, dann gebe ich das Getreide mal den jüdischen Schäfchen. Ich hoffe, Weizen ist bei euch koscher.
Ansonsten habe ich ein Problem, euch zu vermehren. So, du machst jetzt mit dem hier. Gut, das sind jetzt in Zucht betriebene jüdische Schäfchen. Genau, so nenne ich die jetzt. Okay, gut. Dieser Block kommt weg. Hat bestimmt ein Enderman platziert. Das ändert natürlich alles, ne? Verdammt, ich wollte wieder Holzfällen gehen. Ich lasse mich hier so leicht ablenken. Okay. Jetzt konzentriere ich mich nur aufs Holzfällen. Muss Holzfällen darf nicht ablenken. Abgelenkt werden oder ablenken. Na, ablenken ist zwar schon falsch, aber egal. So, ach ja, ich kündige jetzt an der Stelle noch an, dass wir beim 100. Part einen 100-Minuten-Part machen werden. Also der 100. Minecraft-Part wird ein 100-Minuten-Part werden. Ja, ihr könnt euch schon mal darauf freuen. Dann spielen wir 100 Minuten Minecraft. Hurra! Und ich werde das Ganze wieder am Stück machen. Wahrscheinlich. Ja, ist ganz interessant, genau. Ist bestimmt ganz interessant, weil ich habe noch nie so lange Minecraft aufgenommen, weil normalerweise nehme ich ja Minecraft immer so 40 Minuten Parts auf, aber 100 Minuten ist ja fast das Doppelte. Na gut, es ist das Doppelte, verdammt, es ist sogar das 2,5-fache. Ach, Mathe-Genie, ich weiß. Oh, die Musik ist laut, gut, dass ich es so leise... gut, dass ich es so leise gedreht habe, aber ich wechsle es ja trotzdem mal. Gut, jetzt verschwinden allmählich die Bäume um unser Zuhause. Verdammt, ich kann mich nicht mehr gescheit ausdrücken, ich weiß. Ach, da sind noch ein paar Schäfchen. Euch habe ich ja glatt übersehen. Na, wartet, ihr versteckt euch von mir. Bei den Kühen, was? Und bei den Schweinen. Oh, danke. Sehr produktiv. Gut, und jetzt ist es genau 0 Uhr und 11. Ja, ist es mitten in der Nacht. Ihr habt richtig geraten. Oh, zwei Äpfel von Steve Jobs. Der spendiert mit zwei Apple-Geräte. Super. Mann, oh Mann, je mehr Schafe wir haben, desto mehr Wolle bekommen wir. Ergibt ja auch irgendwie Sinn, ne? Gut, unsere Schere hält noch was aus. Das ist gut, das ist gut. Alles ist eigentlich gut, ne? So, Wally, wo bist du? Wally, versteck dich nicht von mir. Ich find dich. Du möchtest Verstecken spielen, was? Na komm, ich find dich. Wally. Wally ist nicht hier, verdammt. Wo ist Wally? Bist du hier oben? Oh, hallo Wally. Nein, du springst jetzt nicht runter. Oh, vielleicht solltest du reingehen. Ich meine, es ist hier, sonst haust du dir noch eine Erkältung, ne? Also komm, Wally, komm rein. Bevor du dir noch eine Erkältung holst. Genau, bleib hier. Bleib! Sitz! Verdammt, geht nicht, ist ein Schaf. Egal. Nein, du gehst nicht die Treppe hoch. So. Okay, 33 Wolle, wow. Gute Arbeit, ihr Schäfchen da draußen, die jetzt nass werden. Und langsam ist unser Boden fast fertig. Wir brauchen nicht mehr so viel Wolle. Okay, gut. Ach ja, wir haben jetzt ein paar Cobblestones gesammelt. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Sind die hier? 11 Stück, meinetwegen. 11 Stück. Hier ist ein Cobblestone. Naja, besser ist nichts. 11 Cobblestones. Kann doch nicht sein. Weißt du, wo die Cobblestones sind, Wally? Er schaut das Bild an. Okay. Ah, ich weiß, wo sie sind. Wir haben die hier eingesetzt als Wand. Okay. Gut, ja genau. Hier haben wir die jetzt benutzt. Verdammt, kurz der Gedächtnis.
Ja, das Holz müsste, glaube ich, für die Truhen reichen. Und wenn nicht, dann hole ich mir halt weiteres Holz. Oh, hier sieht man den Redstone-Mechanismus, aber nicht mehr lange, denn jetzt verschließen wir das Ganze wieder. Genau, gut. Dann mache ich hier noch die ganze, den ganzen Mist da weg. Bis auf die Kohle. Die Kohle ist natürlich kein Mist. Entschuldigung, Kohle. Und sogar noch ein bisschen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle! Ja, man kann gar nicht genug Kohle haben. So, ist das Wasser hier? Moment. Ich mache mir hier ein bisschen Licht, damit man was sieht. Ich sehe es selber gerade kaum. Oh! Scheint so, als hätten wir eine unterirdische Höhle entdeckt. Cool. So ein Wassergraben, mehr ist es nicht. Cool, okay, eine geheime Wasserquelle. Vielleicht können wir die ja irgendwie mit unserem Keller integrieren. Mal schauen, ich muss mir den Ort merken. Und zunächst nehme ich hier die ganze, die ganzen Blöcke hier mit. Kohle und so weiter. Okay, gut, jetzt haben wir wieder ein bisschen Kohle. Ist hier vielleicht noch etwas? Ne, hier ist sonst nichts mehr. Gehen wir wieder nach oben. Wir können uns hier einfach rausstapeln. So, ganz einfach. Und dann, dann benutze ich jetzt hier wieder die Pflastersteine und verschließe das Ganze. Und ich weiß ich das später noch, dass hier was ist. Naja, wenn wir unseren Keller erweitern sollten, dann werde ich es schon finden. Gut, dann hier Fackeln. Das Lustige an dem Keller ist, wenn es Nacht ist, können die Endermans hier sich reinblinken, weil die Endermans ja kein Sonnenlicht vertragen. Und deswegen blinken sie sich manchmal in den Keller rein. Das heißt ja, wir haben hier mal zufälligerweise hier ein paar Endermans, die im Keller sind und sich Kistenblöcke klauen. Nicht gut, nicht gut. Wenn ich hier einen Enderman mal sehen sollte, dann werde ich es verstehen und merken und es nie wieder machen. Naja, gut, egal, wir werden es schon sehen. Also wenn hier ein Enderman ist, dann... Oh, jetzt habe ich hier was falsch gebaut. Das Ganze habe ich hier falsch gebaut, meine ich. Verdammt, warum drücke ich mich jetzt hier so komisch aus? Okay, gut. Dann hier das nächste. Okay, dann hier noch was. Ich bin jetzt gerade ein bisschen ruhig, keine Ahnung warum. Ich genieße halt gerade die Musik. Ah, schöne Musik. Nee, jetzt brauche ich ein Thema. Oh, draußen regnet's. Okay, draußen regnet's. Regnet es bei euch vielleicht? Also bei mir regnet es momentan nicht, aber hier im Spiel, meine ich, regnet es. Aber hier bei mir in Real Life regnet es gerade nicht. So, ach, wie die Zeit vergeht, jetzt haben wir es ja auch gleich schon wieder. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Aber es sind ja auch so Kleinigkeiten, die wir jetzt gerade bearbeiten, ne? So Kleinigkeiten im Keller. Gut, dann gehe ich jetzt an den Crafting Table. Wobei, warum haben wir hier eigentlich kein Crafting Table? Ich gönne mir jetzt die 4 Holzblöcke und mache mir schon mal schnell eine Werkbank. Und mache mir jetzt ein paar Truhen. 2, 3, 4. Ja, ich benutze jetzt einfach alle Blöcke. Ist zwar ein bisschen umständlich, wie ich es gerade mache, so mit dem Hinscrollen. Eigentlich ist es leichter, wenn man die ganzen Blöcke so teilt. In 8 Slots. Aber ich glaube, wir haben keine 8 Slots, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, doch. Ach, ich mache das jetzt einfach random. So, zack.
Mathe habe ich nach den Ferien genug. So, bin in der Mathe-Klasse, deswegen sage ich das jetzt. Oh, da haben wir was vergessen. Also ich bin in der Mathe-Klasse, deswegen sage ich das jetzt gerade so, dass ich nach den Ferien, ja, häufig Mathe haben werde. Whatever, ihr wisst schon, was ich meine. Man hatte ja die Wahl zwischen einer Wirtschaftsklasse, nee Quatsch, zwischen einer Übungsfirmenklasse und einer Matheklasse. Ich habe die Matheklasse genommen, weil ich Mathe, ja, weil ich Mathe mehr mag, als mich für Firmen irgendwie zu interessieren. Außerdem bin ich Schachspieler. Wenn man Schach spielt, dann ist man gut in Mathe. Ist halt so, weil man dann berechnen muss, was der Gegner so alles macht, und das kann man hier auch in Mathe umsetzen. Deswegen rate ich euch, falls ihr mal Probleme mit Mathe haben solltet, geht in einen Schachverein und es mit Mathe klärt sich von selbst. Gut, ach ja, übrigens, die meisten beim Schachclub bei mir, die sind Gymnasiasten. Woran möge es wohl liegen? Weil die Schach spielen, das ist es. Ah ja, jetzt mache ich hier Werbung für Schach, unglaublich. So, das war meine Heizung. Die hat gerade irgendwie ein lautes Geräusch von sich gegeben, weil sie kurz vor dem Explodieren ist. Nein, natürlich nicht, aber doch. Okay, gut, hier noch eine Kiste, die baue ich hier hin und dann mache ich es eben so, dass ich das Ganze so schließen werde. Ja gut, dann können wir hier noch Fackeln hin platzieren, so an den Zwischendingern da. Genau so ungefähr.